Herr Frey, der SV Sandhausen tritt hier heute im Heimspiel in der ENB Oberliga Junioren gegen SC Freiburg 2 an. Was erwarten Sie von der heutigen Begegnung? Ja, zunächst darf ich erst einmal das Team von ENBW hier recht herzlich begrüßen im Hartwald. Und es freut uns, dass immer wieder ein Kamerateam auch hier ist. Ja, zum Spiel heute. Unsere U15 hat bisher sehr gute Runde gespielt. Wir sind sehr zufrieden. Das letzte Punktspiel in Ravensburg leider recht deutlich verloren. Aber heute erhoffe ich mir doch wieder einen Sieg von der Mannschaft und ich denke, das schaffe ich auch. Seit gestern ist die erste Mannschaft des SV Sandhausen so gut wie aufgestiegen. Hat es auch Nachwirkungen für die Jugendarbeit ab der nächsten Saison? Ja, mit Sicherheit. Noch ist es nicht ganz so, aber ich denke, dass sie den Aufstieg schaffen. Und zweite Liga bedeutet auch für die Jugendabteilung, dass sich einiges verändern muss, weil in der zweiten Liga wird ja ein Jugendleistungszentrum erwartet oder gefordert. Und wir sind im Moment dabei, die Strukturen zu legen und hoffen uns natürlich dadurch auch, was den sportlichen Bereich angeht, noch einmal eine deutliche Steigerung für die Zukunft. Herr Bleier, Ihr Team SC Freiburg 2 tritt hier heute in ENBW Oberliga Juniorenspielen beim SV Sandhausen an. Was erwarten Sie von der heutigen Begegnung? Ja, wir hoffen, dass ein gutes C-Jugendspiel wird, dass wir spielerisch unsere Qualität ins Spiel reinbringen können und durchsetzen können. Und dass die Jungs sich das zutrauen. Ich habe die Aufstellung schon auch gesehen. Sind alle ein Jahr älter bei Sandhausen und dementsprechend in dem Alter passiert dann auch körperlich schon viel. Müssen unsere jüngeren Spieler sich da richtig reinhauen und dass sie das Spiel durchkriegen und dann halt auch erfolgreich und mit Spaß das Spiel gewinnen. Ja. Sie haben gerade angesprochen, beim Gegner sind alle Spieler älter. Es ist eine zweite Mannschaft hier im Juniorenbereich. Geht es da eher um die persönliche Entwicklung der einzelnen Spieler oder legt man doch auf den sportlichen Erfolg Wert? Nee, bei uns geht es ganz klar um die Entwicklung der einzelnen Spieler. Deswegen finden wir es auch gut, dass wir in der Oberliga mit der zweiten Mannschaft spielen können. Dadurch, dass die Spieler dann auch gegen Ältere sich durchsetzen müssen, sind sie immer wieder gefordert auch. Und dadurch findet dann auch Förderung statt. Also sie müssen sich andere Wege suchen, um sich im Spiel durchzusetzen. In der Verbandsliga im letzten Jahr war es doch so, dass sie da recht hoch immer gewonnen haben. Und so merken sie, was geht, was geht nicht, wie muss ich auch meinen Körper einsetzen. Und dementsprechend geht es ganz klar um die persönliche und sportliche Förderung und Entwicklung der einzelnen Spieler von uns. Klar. Thank you.
Glückwunsch zu euren 5:0-Sieg hier heute. Tilman, du hast in der ersten Halbzeit 3 Tore gemacht und David, du hast in der zweiten 2 nachgelegt. Erzähl ein bisschen was zu euren Toren, zum Spielverlauf. Ja, also das hat ja recht gut begonnen. Gleich in den Anfangsminuten ein Tor gemacht und dann ist auch der Druck abgefallen und dann lief alles. Ich glaube, es kommt weniger darauf an, wer die Tore macht, sondern halt, dass die Mannschaft heute geschlossen halt ihre Leistung gezeigt hat. Und, ja. Allgemein ein souveräner Sieg heute, sehr abgeklärt gespielt oder habt ihr das Spiel gesehen? Ja, denke ich auch. Keine Probleme wirklich. Ich glaube nur am Ende ein bisschen Kraft gefehlt oder ein bisschen schleifen lassen. Dann wurde es nochmal ein bisschen kritisch hinten drin, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie da jetzt irgendwie gefährdet waren zum Zeitpunkt. Der Start ja hier heute 5:0 in ENB Oberliga Juniorenspiel gewonnen. Ich denke mal, Sie sind hochzufrieden mit der Leistung Ihrer Mannschaft, oder? Alles insgesamt sehr zufrieden. Wir haben alles, so wie wir spielen wollten, haben wir rübergebracht auf den Platz. Wir haben gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft sind, im taktischen Bereich sowie im kämpferischen Bereich. Das hat sehr gut gepasst. Welche Ziele haben Sie jetzt vielleicht noch für den Rest der Saison?
Wir wollen von Spiel zu Spiel denken, das heißt das nächste Spiel gewinnen, so wie auch jetzt im Pokalspiel am Freitag haben wir gewonnen und heute das Konzentration aufs heutige Spiel, wollten wir das nächste Spiel gewinnen, das haben wir jetzt geschafft und so wird das nächste Spiel, heißt bei uns, wollen wir gewinnen. Herr Brenner, Ihr Team war hier heute 0-5 unterlegen Sandhausen, woran lag es an der körperlichen Unterlegenheit, weil Ihre Mannschaft fast ein Jahr jünger ist wie der Gegner? Ja, das war nicht der ausschlaggebende Punkt. Also die Jungs waren sehr müde. Die waren mit der südbadischen Auswahl unterwegs, drei Viertel der Mannschaft. Die hatten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hatten die jeweils ein Spiel. Und das hat man schon angemerkt, dass wir nie zu unserem Spielrhythmus gefunden haben. Sandhausen hat es ganz ordentlich gemacht. Da konnten wir dann auch die körperlichen Unterschiede nicht ausgleichen. Was haben Sie die Rest der Saison noch vorgenommen? Na, wir haben jetzt noch 5 Spiele. Wir haben das Ziel, die Jungs in diesem Jahr gut voranzubringen, individuell auch als von der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Und da bin ich jetzt grundsätzlich schon sehr zufrieden, dass wir haben einiges erreicht diese Saison. Punktemäßig haben wir uns keine Ziele gesetzt. NBW, Energie braucht Impulse.